Ja, und damit herzlich willkommen zur Closed Beta von Astellia. Endlich ist es soweit. Ich habe das Spiel jetzt schon gefüttert Dreivierteljahr auf dem Schirm und erst hieß ja, nein, erst Russland, dann doch Deutschland nicht und jetzt doch Deutschland. Und hier sind wir endlich und ich freue mich riesig, dass ich jetzt ziemlich kurzfristig noch einen Key bekommen habe und da mitmachen kann. Wenn du da draußen jetzt auch noch heiß drauf bist, die Closed Beta läuft vom 25. bis einschließlich Montag, 1. Juli. Schaut bei Twitter, schaut auf der Homepage bei denen. Irgendwo gibt es Keys zu holen. Also ich habe es jetzt über eine englische Spieleseite gekriegt und mehr oder weniger Glück gehabt. Ja, was ist Astellia? Astellia ist ein neues koreanisches MMORPG, wenn ich da jetzt keinen Mist erzähle. Ich musste mich jetzt auch auf die Schnelle vorbereiten. Hau euch jetzt einfach mal in kurzen Sätzen ein paar Eckdaten zu dem Spiel um die Ohren, die ich jetzt rausbekommen habe. Wie gesagt, wir sind in der Closed Beta. Wann das Spiel jetzt im Endeffekt released wird, weiß ich nicht. Wären wir jetzt bei Escape from Tarkov und Battlestate Games, würde ich sagen, zeitnah. Also ich denke, die Woche wollen sie jetzt Daten sammeln, wie schnell die Spieler hier leveln und der Progress ist und wollen da eine Schraube drehen und ein bisschen technische Daten sammeln. Ein Stresstest für die Server soll es sein und am Samstag, kommenden Samstag, das müsste dann der 29. sein, wenn ich richtig liege, wird für die Spieler, die Level 10 sind, ein NPC erscheinen. Da können wir dann High-End-Rüstung etc. kriegen, um dann auch den End-Content uns schnell noch anzuschauen, weil es ansonsten nicht machbar wäre. Maximallevel derzeit weiß ich nicht. Ich gehe mal von Level 40, 50 aus. Was ist Astellia? Astellia, dreht sich im Ganzen um Astels und das sind kleine Begleiter, die wir im Spiel farmen können. Die kriegen wir in Dungeons, wahrscheinlich über Quest. Keine Ahnung, vielleicht steht irgendwo einer in der Welt rum, den können wir anquatschen und der folgt uns dann. Ja, und so wie ich das verstanden habe, diese Astels können wir mit einer Dreierkombination aufrufen und die buffen uns. Wir können auch eine normale Gruppierung aufbauen. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt einen Heiler spielen, also unser Main-Charakter, einen Astel nehmen, der zum Beispiel Tank ist, einen der Heiler ist, einer der Damage-Dealer ist und können so quasi mit in den Kampf ziehen. Es ist natürlich auf mehr Spieler ausgelegt, aber die Astels sollen uns natürlich unterstützen. Es gibt Astels, wenn wir jetzt einen Krieger spielen, Damage-Dealer, die uns dann zeitweilig einen Damage-Buff geben. Bei den Astels, wenn ich das so richtig verstanden habe, das ist mein Lieblingssatz in den nächsten 10 Minuten, wenn ich das so richtig verstanden habe, gibt es auch verschiedene Varianten, also Aufwertungen. Es gibt die super-tuper-legendären Astels, nenne ich sie jetzt einfach mal, kann man wohl rufen, die bleiben auch nur für 30 Sekunden, aber die räumen dann wohl die ganze Map auf, so quasi. Ja, es gibt Dungeons, ganz klar, Solo- und gruppenbasierte Dungeons, die wir, so wie wir es von Raiders of Icarus kennen, nur eine bestimmte Anzahl am Tag erledigen können, ansonsten müssen wir weitere Tickets holen. Das sollte wohl in Korea nur über den Shop gehen, mittlerweile haben sie es für Deutschland, glaube ich, geändert. Man hat jetzt eine gewisse Anzahl an Tickets. Da könnt ihr einen Dungeon halt betreten. Die Dungeons sind immens wichtig, um Rüstung etc. pp. Aufzuwerten, beziehungsweise auch Crafting-Materialien und halt an die Astel zu kommen. Tickets sollen wohl aber auch erspielbar sein durch tägliche Quest. Aber auch hier wieder alles ohne Gewehr. Ich habe mir die Daten jetzt, ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen und kurz das Internet durchkaut, weil ich eigentlich direkt mit der Aufnahme anfangen wollte. Gut. PvP soll es wohl Schlachten geben und Arena-Kämpfe. Es soll wohl auch eine PvE-Arena geben. Da kämpft ihr dann gegen Monsterhorden. Es gibt Reittiere, so wie ich das verstanden habe, weil es gibt drei Pakete zu kaufen. Also Astellia wird Buy-to-Play sein. Einmal kaufen, keine monatlichen Grundgebühr. Die Grundpakete derzeit belaufen sich auf der Homepage für 40, 60 und 100 Euro. War bei Icarus damals, glaube ich, auch. Und ihr habt dann halt ein paar Goodies dabei. Astels gibt es derzeit, also diese Mini-Begleiter, 30 plus verschiedene. So 30, von denen sie die ganze Zeit reden, könnten aber auch mehr sein. Man halt schauen mit der Zeit. Dann gibt es das Rüstungsaufwertungssystem. Wer sich mit Black Desert auskennt, ich vergleiche das jetzt einfach mal, wird das wohl hier so ähnlich sein. Das heißt, wir können eine Rüstung anlegen,
gecraftet, gelootet, das weiß ich nicht. Und die können wir durch Steine aufwerten. Das heißt, die Rüstung levelt mit unserem Level mit. Das heißt, wir müssen nicht alle Foot lang ein neues Rüstungsstück, sondern können dann sagen, okay, hier knallen wir drauf. Das kann allerdings auch in die Hose gehen. Es gibt wohl bestimmte Steine, die ihr zum Aufwerten braucht. Auch hier wieder mein Standardsatz, wenn ich so richtig verstanden habe. Angenommen, wir sind Level 30, haben eine Rüstung von Level 30, werden Level 31. Dann können wir diesen Stein verwenden, um die Rüstung auch auf 31 zu bringen. Das kann allerdings auch in die Hose gehen, dadurch gehen die Werte wieder in den Keller. Das wird natürlich nachher im High-Level-Bereich sehr interessant. Muss man halt schauen. Diese Steine sind wohl auch erspielbar im Spiel, aber werden wahrscheinlich auch im Shop sein. Ja. Viele werden jetzt wieder brüllen, pay to win. Leute, man muss sich überlegen, ihr spielt das Spiel umsonst nachher. Und so ein Spiel auf Jahre hinweg, wenn wir an Icarus denken, 2017 glaube ich erschienen, irgendwoher muss sich das alles finanzieren. So ein Server kostet Geld, spätere Updates kosten Geld, das Personal kostet Geld, kostet alles Geld. Ne? Irgendwo muss es herkommen. Gut, Klassen gibt es den Krieger, einen Assassinen haben wir, also Standard-MMORPG-mäßig, Krieger, Assassine, Magier, den Gelehrten, da gehe ich mal davon aus, das ist eine Heilerklasse und dem Bogenschützen. So, mehr Daten, mehr habe ich nicht derzeit, den Rest werden wir gleich im Spiel sehen. Ich habe es ziemlich leise gestellt jetzt, also wenn das Sound, ich hoffe der Sound ist nicht noch immer zu laut, weil, ne, und so. Muss mir dann auch im Spiel gleich erstmal dann die Tastatureinstellung ein bisschen vornehmen, weil das geht jetzt im Vorfeld nicht wohl. Ich hoffe nachher in-game. Mein Plan, versprechen kann ich nichts, ist Level 10 haben sie ja gesagt, so da wird dieser NPC erscheinen. Wir werden jetzt uns eine Hauptklasse erstmal aussuchen, die zocken. Je nachdem, ich kann ja dann abschätzen, wie schnell ich Level 10 werde, würde ich gerne die anderen Klassen auch noch anspielen, bis einschließlich Montag. Aber ein Explorer hat ja noch vier andere Let's Plays am Laufen und da muss ich ja auch die Aufnahmen dafür machen und muss das auf YouTube hochladen. Und wenn ich auf YouTube hochlade, habe ich kein Internet hier, weil das dauert. Das sind ja zig Gigabyte, die da hochgeplustert werden. Müssen wir mal schauen. Ich versuche mein Bestes, ich gebe mein Bestes, weil ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich auf das Spiel und ich hoffe, dass es einigermaßen das bietet, was ich mir erhoffe. Und dann wird es auch als Let's Play kommen, wenn es denn erscheint. Mit dabei wird dann auch die Misaki sein, die bei Icarus ja mir die Stange hält. Hört sich jetzt auch irgendwie verkehrt an, aber gut, Misaki, verzeih mir. Ich würde sagen, wir starten los. Wir haben zwei Server zur Wahl, Braga und Aida. Wir entscheiden uns für den ersten. Ich hoffe nicht, dass der jetzt schon voll ist. Select ein Charakter. Create Charakter. Plups. So. Ein Drache. Finde ich schon mal geil. Ich stehe auf Drachen. So, achso, wir müssen. Schon toll aus. Aber man muss nicht immer das Grafisch in den Vordergrund stellen. Obwohl, das ist heutzutage irgendwie Prämisse. Spiel kann scheiße sein, weil die Grafik stimmt, ist okay. So, der Warrior, was haben wir denn? Es wird natürlich dann auch auf Deutsch sein, wenn es rauskommt. So, der Krieger, Schildkrieger. Ja, dann wird es wahrscheinlich eine Tankklasse sein, ne? Reading a Sword in a Shield. The Warrior boasts high defense and HP. With strong combat power, the Warrior uses right to them. Emily's AWS charge distance. Ja, gut, der Krieger mit Schild ist halt dafür da, Bestimmung zu sorgen und die Gruppe am Leben zu erhalten. Durch seinen starken Einsatz. Sehe ich das richtig? Ja, er hat also eine hohe Defense-Linie, macht wenig Schaden. Hat gut Leben und ist als Supporter gedacht. Gut, ist nichts für den Explorer. Geh mal zurück. Oder? Kann man hier auf den Archer? Okay, das ist unser Schnuckelchen. Können wir da eigentlich näher? Ja, sehen. Werden wir ja sehen. So. Der Archer ist ein High Agility Damage Dealer. Mit ihrer Mobilität kann sie ihre Opfer aus der Distanz angreifen. Und okay, und kann ihre Mobilität beeinschränken. Okay. Mittelmäßig HP bzw. Low-Level-Bereich durch hohe Attack Power. Gut. Also gut, der Krieger fällt bei mir schon mal durch. Der Bogenschütze, den halten wir mal im Hinterkopf. Ach nein. Braucht er nicht zurück. Kannst du hier machen, Explorer.
So, der Assassine, der Schurke. Side Ambush Inspect Enemies, inflicts damage over time in the form of poison. Ja gut, der typische Schurke halt, ne? Macht Schaden über Zeit mit Vergiften und Blutungen und hast du nicht gesehen. Und scheint eine sehr agile Klasse zu sein. Damals, also vor einem Dreivierteljahr, hatten die Entwickler auch gesagt, es sollte eigentlich so ein Tap-Targeting MMORPG werden. Jetzt die Tage haben sie geschrieben, dass sie am Damage-System immens gearbeitet haben und es soll sich so sehr actionlastig anfühlen. Lassen wir uns mal überraschen. Gut, das ist der Schurke. Schola. Das Heiler-Schneckchen. Ja, der Schola ist ein Heiler mit einem hohen Spellpower, welcher Stab Skills benutzt. Mhm. Man kann Debuffs removen und hohe Heilungsspells und Überleben. Okay. Der beste Supporter für jedes Team. Ja, aber das Level mit dem Heiler, weiß ich nicht. Also ein Heiler spielen wäre natürlich auch. Wäre mal was anderes, habe ich mich noch nie dran getraut. Im WoW habe ich immer einen Schwanz eingekniffen, wenn es darum ging, Heiler zu spielen. Ich habe es einmal gemacht, mehr oder weniger. Und alle haben gesagt, ey, hast du gut gemacht. Ja, ich war aber auch ständig OOM, also out of mana. Der Mage. So, auch wieder Maximal-Range-Charakter mit powerful magischen Attacken. Mage kann wieder Fire, Ice und Lightning to burn, freeze enemies. Kannst teleportieren, Barrieren. Der Mage ist wirklich. Ja, jetzt ist die Frage. Was mich immer bei Ikarus schon gestört hat, ist, dass du wieder drei Fähigkeiten hast. Also drei Richtungen, in die es gehen kann: Feuer, Eis und Blitz. Und du hast aber in allem so ein Mischmasch immer gespielt. Ich kenne das so von WoW, bisschen Feuermage, bisschen Feuermage. Ja, da machst du keinen Eisschaden. So. Gut, ich will ja nicht meckern. Wir müssen uns jetzt entscheiden und da tue ich mich gerade echt schwer. Also wir spielen ja alles an. Stimmt, wir spielen ja eigentlich alles an, deswegen ist es doch eigentlich Jacke wie Hose. Wir nehmen den Mage erstmal. Oder nehmen wir den Archer. Wir fangen oben an. Den hebe ich mir zum Schluss auf, wenn's. Ja, genau, wir machen das. Wir machen das so, genau. Archer. So, Charakter. Ups. So. Face Preset, Body Preset. Gibt's den auch als Mann? Sehe ich gerade nicht. Details. Face Eye. So, hier oben, oder? Background. Blitz. Aha. Interact. Hallo. Select Pose, Outfit. Schwer Helmet. Look at Cursor. Nö. Scheint wohl nur als Frau zu gehen. Kann ich mit leben. Aber ich will mich jetzt hier, einen Charaktereditor auslassen. Das würde ich gerne nachher mit meinem Main-Char machen. Wir können ja mal random drücken und sehen, was das Spiel so bietet. Ach, jetzt guck doch nicht so verstohlen weg. Aber hässlich ist der Explorer gar nicht. Oha. Oh. Okay. Jetzt gleich irgendwas. Ich wollte nochmal eben durchschauen. Müssen die Brüste so wackeln? Ne, grüne Haare nicht.
Ja, Explorer steht auf roter. Jetzt ist er offiziell, jetzt weiß er da draußen Bescheid. Ja, nehmen wir. Wie kommen wir da jetzt? Set Experience? Das ist das so? Also, okay. Sorry, ich bin da absolut nicht. Ich bin da jetzt also nicht kreativ, was Namen angeht. Aber muss auch nicht. Wir sind, ne? Und, ja, wir wollen sie spielen, die Explorine. Und, erinnere mich gleich dran, dass ich den Sound höher stelle. Und ich muss noch einen Screenshot machen, auch noch. Okay. Astels können mit Starjuwelen equipped werden. Das boostet ihre Stats. Der Available Grade of Starjuwels is decided by the Tier of the Astels. Okay. Ja, das ist das, was ich... Und dann gibt's wirklich die Astels in verschiedenen Klassengrößen. Nehmen wir sie mal an, die Astels sind dann vom Wert her wie Rüstungen in WoW, grüne Astels, so Low-Level, dann gibt's die blauen, die gelben und letztendlich die lilanen und orangenen. So, ich bin ja froh, dass wir auf den Server kommen. Ich habe die ganze Zeit schon die Befürchtung gehabt, dass der sagte, Server voll, ne? Aber es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, weil wir aufnahmetechnisch schon wieder bei 17 Minuten sind. Dann hätte man die Folge jetzt beendet. Ich hätte mich in Ruhe eingeloggt und losgelegt. Aber wir schauen uns jetzt zumindest die ersten Schritte noch an. 25. Ja, wie gesagt, das Rüstungskräften soll immens wichtig sein. Das hat mich bei WoW ja immer gestört, dass... Das war früher ja mal so, jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Die ganzen Berufe sind eigentlich mehr oder weniger im Popo. Bei Ikarus, ja, haben selbst gecraftete Items auch einen hohen Stellenwert. Da hat mich aber wiederum gestört, dass das mit Random Stats belegt war. Ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Und die nicht immer das waren, was du gerade für deinen Charakter brauchtest. Und die Materialien zu farmen war, hätte immens lange gedauert. Und wenn du dann, weiß ich nicht, eine Woche Items farmst, um dir dann eine Brust zu craften, die dann so mehr oder weniger zwar die Hauptstats für deine Klasse hat, aber der Rest ist eigentlich Rotz, bist du natürlich sauer und dann hast du auch keinen Bock drauf. Und ich hoffe, dass sie das hier vernünftig gehandhabt haben. Und wir haben ein Video. Sorry, wenn es jetzt zu leise ist. Aber Frau, ein Ring. Willkommen bei Grimms Märchen. Die Hexe. Was hat sie denn da hinten? Na, die haben aber Spaß hier. Das sind also die Estes, so dürfen wir sie uns vorstellen. Okay. So, und unsere erste Quest. Und welches Level hast du, Marvin? Marvin leckt gerne an Köttel. Okay, wo super. Und da haben wir schon die richtigen RPG-Spieler am Start. Und ich mache jetzt mal eben den Sound schon mal lauter, ne? Bevor ich... Do you want to end the... Nein. Ich will... wo sind hier die Einstellungen? Spiel da unten. Settings, Sound, den machen wir jetzt natürlich. Guck mal, den habe ich bis auf 5 runtergesetzt, weil es wirklich viel zu laut war. So, wir lassen es jetzt mal so. System Voice, Quest Voice, Charakter und Astro Voice, NPC Voice. Okay, ja, da wurschtel ich mich jetzt nach der Aufnahme mal durch. Los. Ich muss mich jetzt wirklich mit WASD bewegen. Das kann ich nicht. Und es mag nochmal auch gesagt sein, wir werden garantiert an der Grafik und am Erscheinungsbild mal ändern und arbeiten. Sie haben gesagt, das ist jetzt erstmal zum Reingucken.
er sah nur noch Brüste. Gut, meine Lieben, das war, wir haben die ersten Schritte gemacht, mehr wollte ich gar nicht zeigen. Ich werde jetzt alles eben schön in Ruhe noch einstellen. In der nächsten Folge nehmen wir die ersten Queste an, schauen uns das Gebiet an und ich bin echt gespannt, was hier auf uns zukommt. Und ja, bis jetzt sieht schick aus. Ich finde es schön, das ist mal was anderes. Oder? Ich hoffe nur, dass wir auch hier wirklich Open World haben. Wir können mal, kann man auf die Weltmap gucken? Ja, ich... Nein, bleibst du hier, Schatz. Bleib hier. Nein! Sie läuft nicht. Wo läuft sie hin? Bleib da. Geh zurück. Was ist denn, wenn ich jetzt hier bin? Okay. Bleib. Okay. Hör nicht mal kurz laufen. Maglev-Kontinent, das ist also Tutorial-Gebiet, denke ich mal. Was haben wir hier noch? Siletus. Oha. Okay. Ja, wir haben also hier zu tun. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Gebiete wirklich offen sind und nicht bei Icarus. Das war ja alles nur mit Alpha-Wänden und Tunnelsystem, Schlauchsystem. Keine Bewusstsein nehmen soll. Das wird mich das ganze Let's Play jetzt irritieren. Sorry. Okay, genug Spaß gehabt, Leute. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du da draußen auch. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, ob ihr auch Astellia zockt und wie euer erster Eindruck so ist. Ihr seid wahrscheinlich alle schon Level 10. Jede Wette, aber Explorer fängt gerade erst an. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.